Seine Tochter. Die Staffel 1 vor der Staffel 1. Episode 2. Au pair. Raus mit deiner Story. Absolut. Das steht auf meinem Zettel. Deswegen bin ich nochmal hier bei Ihnen. Sie waren doch letzte Woche schon mal da, Herr... Schaff. Terence Schaff. Warten Sie mal. Gibt's da eine Akte? Ich denke bestimmt. Und ich hoffe, das ist eine schöne, eine wunderschöne Akte. Schaff, ja? Schaff, genau. Story, Abflug. Was soll der Zettel? Ein Glücksbringer für das Gespräch mit ihm. Der ist von meiner Freundin Emilia. Ah, Schaff Terence Grese Moritz. Ach ja, hier. Freundin, aber Sie waren doch... Ja, ich bin schwul und das ist auch gut so. Habe ich schon mal irgendwie gehört, den Satz. In dieser entzückenden Stadt. Jo, der Satz ist zeitlos. So ähnlich wie, ich bin ein Berliner. Na, ich weiß nicht so recht. Ich habe ihn am 17., das war letzte Woche, ja, hier. Ich habe Ihnen doch beiden gesagt, dass Ihr Wunsch vermutlich völlig unrealistisch ist. Hier, lesen Sie den Zettel doch selber. Ah, schöne Handschrift. Aber das ändert nicht viel. Herr Schoff, ich habe in exakt einer Stunde zum insgesamt vierten Mal denselben 13-Jährigen hier sitzen. Der ist auf Crystal Meth, weil sein Vater das Zeug verdealt. Das schlaucht auch weit im Voraus. Ich würde Ihnen also wirklich gerne helfen, aber Sie sind eben... Es ist meine Story. Unsere Story. Sie hat uns geprägt. Wir werden wunderbare Eltern. Wenn Sie mir eine Dreiviertelstunde geben, Ihnen zu erzählen, warum, dann werden Sie wieder an Dinge glauben. Wenn nicht, dann tauchen wir hier nie wieder auf. Herr Griese nicht und ich auch nicht. Story, Abflug. Wissen Sie allein die Sprache? Ein junger Mensch, der ist kein Date. Das ist Verantwortung, ein Leben lang. Die Leute kriegen das ja schon bei Tieren nicht auf die Reihe. Lassen sich ein Lebewesen zu Weihnachten schenken, leihen es zu Ostern auf irgendeiner Autobahnraststätte an einem Laternenpfahl an und down ab. Sind Sie wirklich sicher, dass Ihr Adoptionswunsch nicht irgendwann auch genau so endet? Frau Waldner, ich bewundere das, was Sie hier jeden Tag leisten. Wirklich, dieses ganze Scheißelend. Ich verstehe Sie besser, als Sie vielleicht denken. Wir möchten Eltern sein. Das möchten wir auf unsere Art. Wir können einem Kind viel mehr geben. Das ist die Story, genau unsere Story und vor allem meine. Ich gebe Ihnen eine halbe Stunde, maximal. Also. Also raus mit Ihrer Story. Wobei... Ja? Ihr Vorname. Was ist mit meinem Vornamen? Na ja. Bud Spencer und Terence Hill. Ja, natürlich. Ich liebe die beiden. Ich habe die Filme alle gesehen mit meinem kleinen Bruder. Jedes Weihnachten von vorn. Vier Fäuste für ein Halleluja. Das Krokodil und sein Nilpferd. Sein Name ist Nobody. Wussten Sie, dass Terence eigentlich Mario heißt? Mario Girotti. Nein, wirklich? Mario? Ist der Italiano, der Terence. Mario. Sie heißen aber wirklich Terence. Ja, tatsächlich. Meine Mutter war nach der Geburt so gerührt über das Erdenkind, dass sie dazu eine Verbindung gesucht hat. La Terre, die Erde, Terre, Terence. Sie war ein wenig esoterisch drauf, wissen Sie. Da muss man erst mal drauf kommen. Frankreich? Französischlehrerin. Und mein Papa ist auch Pauker. Sport, Biologie, Erdkunde. Hildesheim. Sehr klein, sehr überschaubar, sehr, sagen wir ehrlich, spießig. Klingt aber gesund. Heile Welt. Ganz wunderbar, ja, total heile Welt. Silberhochzeit in 2 Jahren, das Festplan, sie jetzt schon 90 Gäste, Gasthof, Kupferschmiede, das beste Ausflugslokal draußen im Grün vor der Stadt, Buffet, auch Veggie, der DJ ist zur Sicherheit auch schon gebucht, das ist übrigens einer von den Besseren der Stadt, ein Klassenkamerad von mir, Mikes mobile Mucke. Ja. Sind Sie Einzelkind? Nee, ich habe noch 2 ganz tolle kleine Schwestern, Tonja und Tanita. Kam dann auch hinterher. Ihre Eltern haben also einen kleinen Teefimmel. Mögen Sie den Namen nicht? Ich finde, die passen ganz gut zu Schoff. Ich hatte ja gerade einen Fall mit Marvin, Melissa und Mandy. 4, 9 und 12 Jahre. Wir haben sie in Obhut nehmen lassen. Die Mutter hat Suizidversuch Nummer 3. Entschuldigung, das gehört gar nicht hierher. Scheiße, hat sie... Also, wird sie durchkommen? Das darf ich Ihnen nicht. Ach, was soll's. Körperlich schon, mental wohl nie mehr. Ach, da hört man solche spießigen Teegeschichten aus Hildesheim zwischendurch wirklich mal ganz gerne. Oder kommen da noch Dramen? Nee, überhaupt nicht. Gar nichts? Nee, die sind alle gesund und in Hildesheim geblieben. Abitur, Banklehre bzw. Studium auf Lehramt, Bausparvertrag, glücklich. Emilia, warte mal kurz. Das ist mir irgendwie zu heile Welt. Diese ganze Hildesheim-Geschichte kaufe ich ihm irgendwie nicht ab. Eben. Und? Naja, das ist eben der Bruch in der Figur Terence. Wo er herkommt, seine Familie etc. Und was aus ihm geworden ist. Er ist ausgebrochen, aus eben dieser heilen Welt. Und die brauchen wir. Kommen Sie, ein bisschen Geduld jetzt. Herr Schoff, okay. Sie kennen also ein, sagen wir mal, Bilderbuchfamilienleben. Wirklich zum Kuscheln.
Sie selbst scheinen mir allerdings doch eher aus der Reihe getanzt zu sein. Was ist denn mit Ihrer Banklehre? Kann ich nicht mit Ihnen. Und der Bausparvertrag? Ein Dispo habe ich. Und einen Beruf? Damit ginge es nämlich los. Was für eine Adoption von Vorteil wäre. Ich bin Journalist. Ach. Aber das ist jetzt hier nicht so eine verdeckte Recherche, oder? Dann ist das Gespräch nämlich sofort beendet. Nein, nein. Wir hatten vor 3 Jahren Spiegel TV hier. Die haben uns vorgeführt. Mein Chef, der musste über Wochen Psychopharmaka nehmen und danach zur Kur. Der war fertig. Wir wurden hier im Amt bedroht. Und interne Ermittlungen gab's auch. Die haben uns verantwortlich gemacht für den Tod eines Säuglings in Pankow. Uns! Das war eine Sauerei. Wissen Sie, ich mag Reporter überhaupt nicht. Ich bin Journalist und kein Reporter. Ach, für mich ist das alles eine Mischpoke. Entschuldigung, aber... Frau Waldner, das ist hier nichts Berufliches. Ich möchte ein Kind adoptieren. Nur darum geht es mir hier. Ich habe einen guten Job, ich habe ein Einkommen und einen tollen Partner. Ein Kind würde sich bei uns wahnsinnig wohlfühlen. Aber Sie sind doch als Reporter ständig unterwegs, lungern irgendwo rum und lauern irgendwelchen Leuten auf. Das wollen Sie einem kleinen Menschen antun? Moment. Journalisten wie wir, die arbeiten heutzutage ganz anders. Ah, gut, Emilia. Ich verstehe deinen Ansatz jetzt. Lass uns das nur mal kurz sortieren. Er macht das gut, der Terence. Mit dieser ganzen Familie, heile Weltgeschichte, hat er sie in das Gespräch verwickelt. Damit konnte diese Schwingung zwischen den beiden erst entstehen. Man muss jetzt nur den Eindruck noch verstärken, dass das irgendwie jederzeit kippen kann. Ja, das ist geil. Das macht es spannend. Von beiden Seiten übrigens. Es hängt halt nur an der Intensität seines Willens. Wie hält er durch? Wie stark ist er? Was bringt er mit? Die Nummer mit Spiegel TV ist für ihn natürlich zusätzlich scheiße. Das war ein ganz schöner Einfall von dir. Vorfall. Kein Einfall. Soll er dann jetzt gleich die Gelegenheit ergreifen und über die Defected erzählen? Defected? Wo hatte ich das noch mal gehört? Unsere Redaktion. Der Newsroom. Ich hatte Ihnen gesagt, ich erzähle das später. Das könnte durchaus jetzt schon passen. Vielleicht kommt es aber auch ein Hauch zu früh. Wir riskieren das. Na gut. Terence zückt also sein Handy. Das ist die App von Factet, mein Arbeitgeber. Ach, der scheiß Spiegel, der hat auch so eine App. Was soll da der Unterschied sein? Den Spiegel können Sie lesen, uns nicht. Was soll das dann? Schauen Sie, Journalisten brauchen heute ganz schnell digitalen Zugang zu belastbaren, korrekten Informationen. Damit solche Sachen nicht passieren wie bei Ihnen hier mit dem toten Baby. Und Ihre App da, die kann das alles? Naja, unsere App kann das auf jeden Fall deutlich besser als jeder Mensch. Meine Kolleginnen und Kollegen haben einen Algorithmus, eine virtuelle Matrix programmiert, die Beziehungen von Menschen zueinander, deren Schnittpunkte nachverfolgen kann. Deren Treffen, Geschäfte, Verabredungen, Postsendungen, Mails. Über Jahre. So hätten wir zum Beispiel sehr schnell gewusst, ob Ihr Chef überhaupt in der Lage gewesen wäre, den Tod des Babys zu verhindern oder ob er viel zu spät von dem Fall Kenntnis hat. Sind Sie da nicht mit dem Datenschutz überkreuzt? Das ist eine Grauzone, manchmal ja. Es kommt darauf an, welche Story gerade am Kochen ist. Sie hätten diesen Spiegeltypen zurückpfeifen können? Wenn Sie bei uns gefragt hätten, dann wäre Ihnen vermutlich aufgefallen, dass die Story dünn ist. Story ist Ihr Lieblingswort, oder? Ich mag meinen Job sehr. Wenn wir dann irgendwo wirklich die Nase reinstecken, dann nur, weil wir genau wissen, dass etwas dran ist. Kein Lungern, kein Lauern. Und um 18 Uhr ist in der Regel Schicht. Und sollte ich mal abends eine Verabredung haben, dann ist Moritz auch sicher zu Hause. Moritz? Frau Waldner, Moritz Krise, mein Lebensgefährte. Das steht in Ihrer schönen Akte. Der arbeitet da auch? Noch ein Reporter? Der hat dieses System programmiert. Ein Brain, der Typ. Mathe-Nachhilfe für die Kleine oder den Kleinen werden wir uns jedenfalls niemals dazu kaufen müssen. 2 schöne Gehälter jeden Monat, krisensicher. Geschichten gibt es wie Sand am Meer. Haben Sie sich kennengelernt auf der Arbeit in der... Factit, ja. Ich habe mich da beworben, als ich aus New York zurückkam. Oh, New York. Vor 2 Jahren war ich für ein paar Tage da. Das würde ich niemals auf Dauer aushalten. Das verstehe ich. Das muss man fühlen. Fühlen? So. Diesen Krach. Diesen Gestank, diese Rücksichtslosigkeit, Atemlosigkeit, das Tempo, den Dunst, diese ekelhaften Klos bei Starbucks. Irgendwie leuchten aber trotzdem Ihre Augen dabei. Naja, Hildesheim, New York. Ein Beben für einen schwulen Jungen. Sind Sie da ganz alleine rüber? Ganz alleine, ja. Und wissen Sie warum? Eine Story. Au-pair. Als Junge. Ja, Entschuldigung, Gleichberechtigung, Emanzipation, das gilt ja wohl auch andersrum. Ja, Sie haben ja recht. Ich hatte meine kleinen Schwesterchen ganz gut im Griff damals. Hatte ein ganz gutes Abi vor der Brust, aber keinen Plan, was ich dann machen sollte. Eine Freundin hielt mich auch nicht, Mädchen fand ich doof und die mich damals übrigens auch. Und ja, ich brauchte sowas wie eine Inspiration, verstehen Sie? Aber auch einen Bruch mit der ganzen Harmoniesoße und der Esoterik von zu Hause. Und dann dachte ich mir, also ganz pragmatisch, wäre doch cool, wenn mir das eine Gastfamilie finanzieren könnte. Also, Bewerbung geschrieben und 3 Wochen später hatte ich den bis dahin coolsten Skype-Call meines Lebens.
Sie haben sich dabei bestimmt genauso gut verkauft wie hier heute bei mir. Das musste ich überhaupt nicht. Travis war super happy, dass da ein Typ in der Leitung war. Ihr Gastvater. Ja, yeah, Travis McCraddock, Investmentbanker Wall Street. Der hat in dem Moment eher an seine Frau Ellen als an die Kids gedacht. Der wird mich unbedingt haben. Der hat darauf spekuliert, ich könnte ihn vielleicht so und so unterstützen. Also die drei Kids bespaßen und... Also diese Ellen interessiert mich jetzt wirklich nicht. Sehen Sie, da sind wir schon zwei. Sie sind wirklich als, ich vermute, 18-Jährige darüber und haben drei Kids in einer völlig fremden Stadt versorgt? Und das in New York? Wie alt waren die? Wie ging das? Jeremy war 4, als ich ankam. Theo 7 und Paulina 11. Zuckerbrot und Peitsche. Zwei Zwerge hatte ich immer auf meiner Seite, eins nicht. Wer, wann, wie, das wechselte. Ich fand das immens spannend. 6 Wochen, dann konnte ich die drei als Paket lenken. Die liebten mich, wirklich. Und ich hatte meinen Deal mit Travis. Ich weiß nicht, ob ich das alles richtig gut finde. Sehr kalkuliert. Die Kids, die waren ihnen doch scheißegal. Was wollten sie denn wirklich? Was war dieser Deal? Au-pair geht eigentlich ganz einfach. Je glücklicher die Eltern der Gastfamilie mit dir sind, desto mehr hast du frei. Ellen konnte nach 3 Scheiß-Au-pairs aus Honduras, Kanada und Chile endlich mal wieder nach dem Tennisspielen mit ihren Ladies Aperol Spritz trinken, ohne dass zu Hause Feuer unter dem Dach war. Das machte sie entspannt, was Travis cool fand, denn der musste sich weniger Fragen gefallen lassen, warum er so viel arbeitete. Sie verstehen? Und wenn ich wollte, würde ich. Ja, und solange das so blieb, konnte ich machen, was ich wollte. Ich habe mich nachts in der Lower East Side in den Clubs rumgedrückt. Mercury Lounge, Ballroom. Sie möchten also, dass ich mich ernsthaft für Sie mit einer Adoption auseinandersetze und Sie tischen mir solche Eskapaden auf? Herr Schoff, das sind nicht im entferntesten Dinge, die Sie qualifizieren. Eher exakt das Gegenteil. Wo führt das hin, ne? Wollen Sie mir vielleicht noch berichten, dass Sie in dieser Zeit Ihre Sexualität entdeckt und sie auch ausgelebt haben, ne? Davon wollte ich Ihnen jetzt eigentlich erzählen, ja? Sie vergeuden Ihre Zeit und meine auch. Sie wollen auch Menschen als Eltern, oder? Menschen, die das Leben kennen und können. Ich lehne meinen Frust nicht an ein Kind ab. Ich habe alles gesehen, ich habe alles gerochen, alles probiert. Herr Schoff, es gibt Werte, Tugenden, Grundlegendes. Das müssen wir hier zugrunde legen, bewerten. Tugend, Ehrlichkeit, das ist doch die Grundtugend. Da geht es mit los. Sie wissen doch ganz genau, wie Sie von diesen Märchenpärchen beschissen werden. Sie mit Perlenkettchen und Stehkragenbluse, er mit Korthose und Trenchcoat. Zuckersüß sind die und erzählen ihnen ganz genau von dieser Scheiße mit den Disney-Filmen, die sie schon gekauft haben. Und vom Klavier- und Fechtunterricht, das zur Sicherheit auch schon disponiert wurde. Dabei will er diese Adoption nur, damit er Zeit hat für seine beiden Mätressen. Sie ist dann nämlich schön beschäftigt. Scheinheiligkeit auf dem Rücken von einem adoptierten Kind, das sie natürlich sehr gerne in solche sozial äußerst kompetente Hände geben würde. Das finde ich sowas von zum Kotzen, finde ich das. Herr Schoff, bitte! Ja! Ja, ich habe rumgefickt. Ich. Emilia, emotional ist das jetzt als Wendung verständlich. Aber ich würde dieses Fass gerne auflassen. Aber er hat sie doch in die Ecke gestellt. Sie kann doch schon erste Beweggründe von ihm nachvollziehen. Schon, aber auf dem Papier würde das nie reichen, um überhaupt in ein Bewerbungsprozedere einzusteigen. Sie muss noch viel mehr zu seiner Gefährtin werden. Dann hätten wir eine herrliche Schwebe. Er wüsste nie, wo sie steht und wäre immer in der Bringschuld, sich selbst und seinem Partner gegenüber. Ja, er hätte natürlich auch die Fassung bewahren können. Vielleicht sogar müssen. Er sollte sie noch mehr reinholen in seine Beweggründe, sie mitnehmen. Diese ganze New York-Geschichte ist richtig gut. Das sind schöne Bilder. Die können wir für unser Buch super gebrauchen. Aber jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu sehr abschweifen. Hm. Ich war leider noch nie in New York. Du warst noch nie in New York? Nein, leider nicht. Ich habe wirklich schon viel gesehen, aber naja, ich konnte mir meine Reiseziele nicht wirklich aussuchen. Heute weiß ich immerhin warum. Warum? Hängt alles mit dieser Mein Vater war nicht mein Vater Geschichte zusammen. Das passt jetzt aber gerade nicht. Wir sollten aber unbedingt darauf zurückkommen. Ich schreib's mir auch kurz auf. Wir haben noch so viele Sachen zu besprechen. Oh je, ich weiß nicht, ob wir damit 5 Stunden auskommen. Was? Naja, dafür, dass du noch nie da warst, hast du auf jeden Fall sehr bildhaft von New York erzählt. Hey, das war ich nicht. Das war Terrence. Warst du, waren Sie mal in New York? Klar, mindestens einmal im Jahr. Ich liebe die Lower East Side. Lower East Side? Ja, davon hat Terrence auch viel erzählt. Warten Sie mal. Wir gehen noch mal ein Stück zurück. Und solange das so blieb, konnte ich machen, was ich wollte. Nachts habe ich mich in der Lower East Side in den Clubs rumgedrückt. Mercury Lounge, Bowery. Bowery, wie wird das geschrieben? Bowery. Das stand in meinem Marco Polo-Führer für New York. Das sah so verdammt verrucht aus. Es ist einer der geilsten Clubs der Welt. Du siehst die Bands, die 2 Jahre später Superstars sind und immer coole Leute am Start.
Ich glaube, ich habe da nie einen einzigen Drink bezahlt. Sie haben sich aushalten lassen? Also einmal abgesehen von unserer Story hier, das könnte ich nicht. Naja, wenn man verliebt ist. Und ich war oft verliebt. Na, verliebt sein ist ja auch schön. Sagen Sie mal, unsere Zeit rennt uns weg. Vom Au-pair zum Journalismus und Facted, ja. Da sind ja ein paar Jahre dazwischen. Wenn ich also hier fortfahren soll in meiner Einschätzung, dann... Was hat Sie denn eigentlich nach New York gebracht? Udo Jürgens. Nee, ne? Doch. Ich war noch niemals in New York. Ich war noch niemals auf Hawaii. Das klingt richtig gut. Ich wollte Musicals sehen. Ich liebe Musicals. Broadway. Konnte mir aber nur zwei leisten. Das ist ja so schweineteuer. Und Sie finden Musicals bestimmt bescheuert, hm? Das ist doch nichts für solche hippen Leute wie Sie. Mama Mia, here I go again. Why, how can I resist you? Emmy, ja, Vorsicht, nicht zu schnell. Außerdem hast du irgendwie einen Hang zu Schmalzigkeit. Das hätte ich dir gar nicht zugetraut. ich mir auch nicht, aber ich... Sie können nicht immer den Erzählfluss stören, Mann. Gerade wenn ich so richtig drin bin, dann kommen irgendwelche random Einwände. So, und jetzt machen wir genau da weiter. Basta. Ja, Sie müssen die Last-Minute-Tickets kaufen. Im Times Square 30% off, Minimum. Was haben Sie denn gesehen? The Book of Mormon und Cats. Klassiker. Chapeau. Brauch ich nicht, Herr Schoff, so ein schleimiges Kompliment. Also, zurück zu Ihnen, Herr Schoff. Rauchen Sie? Ja, also nicht wirklich. Manchmal, also sehr selten. Und nur draußen. Also das würde ich natürlich niemals vor dem Kind machen oder zu Hause oder so. Okay. Ich brauche dringend eine Zigarette. Und wenn Sie Ihre verbleibende Zeit noch effektiv nutzen wollen, dann können Sie ja mit mir nach draußen kommen und mir erzählen, wie Sie von New York zum Journalismus gekommen sind. Ja, klar. Also ich komme natürlich gerne mit. Hier. Wollen Sie auch eine? Ist das jetzt ein Test? Das hier ist jetzt offiziell meine Pause, Herr Schoff. Sie können machen, was Sie wollen. Darf ich? Danke. Also, wollen Sie dann mal weitererzählen? Wie Ihre Karriere als Reporter in Gang kam. Journalist. Sehr gern. Rauchst du? Jens. Das war... Der Typ, den ich für meinen Vater hielt. Exakt. Das habe ich hier stehen. Genau. Der hat mir eine schallende Ohrfeige verpasst, als ich mit ein paar Leuten vor einem Club eine geraucht habe. Wissen Sie, wie peinlich das ist? In dieser Clique kann man sich da nie wiedersehen lassen. Hat sie denn geschmeckt bis dahin? Null, die habe ich mir nur zum Mitmachen angesteckt. Und dann steht er da mit seiner Karre vom Club und kontrolliert mich heimlich. Dieser Vollpfosten. Ich finde übrigens Zigaretten kein bisschen cool. Nee, passen auch nicht zu dir. Ich habe mir aber schön 4 Packungen gekauft und in mein Zimmer gelegt. Regelmäßig nahm ich eine raus und habe sie weggeschmissen. Das hat ihn zur Weißglut getrieben. Ja, weil er dachte, ich quatsche weiter. Er hat dein Zimmer gecheckt? Regelmäßig, meine Schubladen, sogar meine Jackentaschen. Ist ja witzig. So ein Cotoletti hatte ich schon mal. In den Psychopathenprotokollen. Hat sich sehr gut verkauft. Rauchen Sie? Vertrag ich nicht mehr. Terence war doch aber eigentlich Kettenraucher, oder? Ja, der hat sich eigentlich in jeder freien Minute eine angesteckt. Vor allem, wenn er telefonierte und recherchierte. Travis, mein Gastvater? Ich weiß. Er hatte mir eine Karte vermacht fürs Blue Note. Ein ziemlich cooler Jazzclub. Ich komme da jedenfalls rein, suche meinen Platz, schaue. Und was soll ich sagen? Das war lieber auf den ersten Blick. Wie jetzt? Was jetzt? Matthew, sehr gut aussehender Kulturredakteur für The City, ein erfolgreiches Online-Magazin in New York. Er sollte über das Konzert berichten, hat davon dann aber leider nicht viel mitbekommen. Wir waren 5 Jahre zusammen. Oh, nun lassen Sie mich raten. Er hat mir sehr viel beigebracht. Auch Journalismus. Ich sollte am Anfang seine Texte lesen, ob ich alles verstehe und ob es relevant ist, wie er immer sagte. Ja, und dann fing ich an, ihm das ein oder andere Thema vorzuschlagen. Später hat dann... Okay, Emmy, alles ganz nett irgendwie, aber mein Buch heißt nicht Terence allein in New York. Ich habe das Gefühl, wir müssen da jetzt etwas schneller zum Punkt kommen. Ja, also Terence ist dann halt über Matthew zum Schreiben gekommen. Er hat dann später auch Kolumnen für The City gemacht. Die Storys über sein Au-pair-Leben als Deutscher in New York haben die Amis regelrecht zum Kult erklärt. So ein bisschen wie Carrie Bradshaw.
Sex in the City, Sie erinnern sich? Ja, war mir zu tuntig. Irgendwann fand er das langweilig. Er wollte mehr investigativ und so. Also, kommen wir zum Punkt. Er hat sich dann irgendwann tierisch verhoben. Sich total überschätzt. Mein Informant hat gekniffen. Ich stand nackt an der Wand, Matthew hat mich fallen lassen. Und Travis hat die Zahlungen der Kinderbetreuung eingestellt. Ich war am Arsch. Wollen Sie noch eine? Gerne. Ich hatte $5,000 Verfügungsrahmen auf meiner Amex. Damit bin ich dann zurück nach Deutschland. Nur Handgepäck. Handgepäck für Hildesheim. Tegel. Alle anderen Flüge waren ausgebucht. Im Terminal A haben sie dann bei Starbucks einen Barista gesucht. Ich bin direkt hin und 2 Tage später habe ich Grande Latte gemacht. Mit Mandel, Soja, Hafer, Kokos und Regular Milk. Ein Kumpel aus Hildesheim studierte Ingenieur an der TU. Und da konnte ich erstmal unterkommen. Und dann... Herr Schoff, Sie sind da noch völlig unter Feuer. Diese ganze Vita, dieses Unstete. Reporter oder Journalist. Selbst wenn ich das jetzt alles wohlwollend beurteilen würde. Meine Vorgesetzten, die werden da nie mitmachen. Ein Kind braucht Verlässlichkeit, Klarheit, Liebe, Geborgenheit. Ein Kind braucht Eltern mit Leben in sich, keine Scheintoten auf 2 Beinen. Wir kennen das Leben und wir können das Leben. Das haben Sie vorhin schon mal gesagt. Ja, und das ist auch wirklich so. Der Satz gefällt mir irgendwie. Herr Schoff, ich muss zurück ins Büro. Ich habe noch ca. 10 Minuten. Kommen Sie ruhig noch mal kurz mit. Sehr gern. Das würde für Sie einen Langstreckenlauf. Unzählige Papiere, unzählige Gespräche. Eine falsche Antwort von Ihnen und aus der Traum. Endgültig und für immer. Sind Sie sicher, dass Sie sich das antun wollen? Was mache ich denn für einen Eindruck auf Sie? Das weiß ich eben nicht. Ich werde Unterstützung brauchen. Top. Von Ihnen. Herr Schoff, ich habe hier zu prüfen, nicht zu helfen. Wie bei Familie Janssen. Bitte? Sebastian Janssen, Investmentbanker aus Frankfurt, hierher geschickt. Als Cheflobbyist für die von Mannstädter Privatbank. Ehe im Arsch, er kriegte selten einen hoch, aber das musste ja alles heil aussehen für den großen Auftritt hier. Die Presse brauchte was zu schreiben. Da haben Sie geholfen. Also vor allem Ihr Boss. Das ist... In nicht mal 3 Wochen haben Sie und Ihre Kollegen auf dem kleinen Dienstweg diese ganzen Prüfungsunterlagen fingiert und die kleine Emma wanderte in die Grunewalder Villa zur Familie Janssen. Verlassen Sie sofort mein Büro. Und das, obwohl Mama Janssen schwer alkoholkrank war und er die Kleine allenfalls als lebendiges Stofftier brauchte zum Repräsentieren. 2-mal wäre sie fast ersoffen im hauseigenen Pool. Sie hätten Emma den Janssens ganz schnell wieder wegnehmen müssen. Aber das wäre in der Öffentlichkeit natürlich nicht so cool gekommen. Also hat der Janssen-Basti nochmal was draufgelegt. Sie gehen jetzt, oder ich hole. Zu den 150 Scheinen Adoptionsfee kamen dann nochmal 100 fürs Vergessen der Angelegenheitsstunde im Pool. War es nicht so, Frau Waldner? Sie wissen doch gar nicht, was hier täglich... Mit der Kohle hat Ihr Boss dann die Grundschule seines Kiezes renoviert und sich dafür feiern lassen. Ihr scheiß Jugendämter händelt Adoption wie auf einem Bazar, ist es nicht so. Ich kann, bitte... Gehen Sie doch jetzt endlich! Nur leider hat sich Birte Janssen im kleinen Kreis immer wieder besoffen verplappert und das Büro des Insenators hat ihrem Boss ein paar unangenehme Fragen gestellt. Deswegen musste das Arschloch zur Kuh, damit Sie die Akte hier zügig aus dem Schrank kriegen. War es nicht so, Frau Waldner? Verdammt doch mal, ja! Sie sind eine ganz andere Sau, Frau Waldner. Deswegen lasse ich Sie auch im Büro, versprochen. Aber wir checken jetzt die Chefetagen der Jugendämter. Großstadt für Großstadt, meine Freundin Emilia und ich. Also, danke für die Kippen. Wirklich ein Glücksbringer. Was eine Story. Die Firma dankt. Und, wie ist das? Schon ziemlich spektakulär. Ich überlege nur gerade, ob es dazu passt, was du vorhin gesagt hast. Was denn? Na, dass Terence dieses Kind wirklich wollte. Unter dem Strich wollte Terence immer nur einen Menschen. Terence. Was dazu passte, passte dazu. Und du hast gepasst? Ziemlich. Von jetzt auf gleich hatte ich auch eine ziemlich fette Story am Start. Er hat dich eingesetzt? Falsch. Er hat mich gebraucht. So wie Sie. Und du lässt dich brauchen? Eine Frage der Perspektive. Apropos, wenn Frau Waldner nun... Wenn das alles anders gelaufen wäre. Wenn sie ihn abserviert hätte. Ja, lass uns das mal probieren. Oder liegt dir noch mehr an dieser ganzen Adoptionskiste? Es ist ein interessanter Strang, oder? Das kommt darauf an. Herr Schoff, ich muss zurück ins Büro. Ich habe noch ca. 10 Minuten. Kommen Sie doch ruhig noch mal kurz mit. Ja. Das würde für Sie ein Langstreckenlauf. Unzählige Papiere, unzählige Gespräche. Eine falsche Antwort von Ihnen und aus der Traum. Endgültig und für immer. Sind Sie sicher, dass Sie sich das antun wollen? Was mache ich denn für einen Eindruck? Na, das weiß ich eben nicht. Ich werde Unterstützung brauchen. Sie stehen mit Ihrem Profil weit jenseits dessen, was wir hier für Adoptionskandidaten ins Auge fassen.
habe ich Ihnen eingangs schon gesagt. Ich habe mir vielleicht früher von dieser ganzen Hipsterwelt Sand in die Augen streuen lassen. Dieses ganze Getue, dieses Rumgehänge in Cafés, dieses Gestikulieren beim Telefonieren, alles null Substanz. Frau Waldner, die Zeiten ändern sich doch, aber wir sind heute... Zeiten ändern sich vielleicht, aber wehrt er doch nicht. Insbesondere was Kinder betrifft. Wir müssen die armen Seelen dann wie angeklebten Asphalt von der Straße kratzen, wenn ihr gerade mal wieder keine Lust habt auf das nette, kleine, lebende Möbelstück in euren Lofts und Altbaupalästen. Wenn ihr sie aus euren Betten wegschubst, weil ihr nach der dritten durchzechten Berghainnacht hintereinander natürlich erst wieder nachmittags um vier zurechnungsfähig seid und die oder der Kleine bis dahin schon dreimal eingemacht und die Nachbarin wegen des herzzerreißenden Kindergeschreis die Polizei geholt hat. Frau Waldner, Sie haben doch meine Geschichte gehört. Ich sitze hier an der Front, lieber Herr Schoff. Was meinen Sie, was mir schon alles erzählt wurde? Wie toll das doch bei den schwulen Eltern laufen würde, so aller Elton John und so weiter. Und so weiter. Wissen Sie was? Schwul, lesbisch, hetero, trans, das ist mir alles sowas von scheißegal. Hetero hat hier absolut keine Vorzüge, Homo aber auch nicht. Das müsst ihr endlich mal begreifen mit eurer ganzen Toleranzpredigt und dem Laissez-faire. Diejenigen, die heute tolerant sind, werden morgen ignorant. Und das lasse ich mir nicht bieten. Ich lasse mir doch keinen Bären aufbinden. Fresst alle gerne regelmäßig eure scheiß Proteinriegel. Mich interessiert, ob jemand weiß, wie er für eine Zweijährige oder einen Zweijährigen einen frischen Blumenkohl auf den Tisch bekommt. Ich wollte einfach nur aufrecht sein, ehrlich und transparent. Ach, das können Sie sich für den Moment schenken. Sie persönlich können vielleicht gar nichts dafür. Aber mein Bild von Ihrem Typus, das wird sich nicht ändern. Sie haben doch Ihre tolle Familie da in Hildesheim. Ihre Schwestern. Die werden Kinder kriegen irgendwann. Werden Sie Patenonkel, holen Sie Ihre Nichte, Ihren Neffen mal für drei Wochen zu sich. Zu sich und Michael nach Berlin. Moritz. Wenn's dann noch Moritz ist, ja. Üben Sie. Lassen Sie das mal auf sich wirken, wie das ist, wenn so ein Kind fünfmal in der Nacht mit Zahnschmerzen schreit. Oder kaufen Sie sich einen Hund. Ich finde es ganz schön krass, was Sie gerade ablassen, ehrlich gesagt. Wenn Sie die Wahrheit nicht vertragen können, dann tut mir das leid. Ich bin hier nicht fürs Kuscheln auf diesem Stuhl. Es sei denn, es sitzt hier ein traumatisches Kind vor mir. Wie gleich. Sie geben uns nach wie vor so keine Chance? Ach, Sie sind ein junger, eloquenter, sehr unterhaltsamer Bursche, Herr Schoff. Ihr Leben ist eine Kirmes, bunt, laut, voller Zucker. Das ist einfach nichts für Kinder. Und das verfügen Sie jetzt einfach so, ne? Ich habe ca. 3500 Akten in der Bearbeitung. Meine fünf Kolleginnen und Kollegen jeweils nochmal das Gleiche. Wir müssen uns auf die Anträge mit Potenzial konzentrieren. Ich kann Ihnen nichts anderes sagen. Und es läuft überall in den Jugendämtern so? Es läuft, wie es läuft. Frustration und Verzweiflung sind keine gute Grundlage für eine Entscheidung, Frau Waldner. Lust und Laune sind keine gute Grundlage für eine Adoption, Herr Schoff. Ja, also ich glaube, ich werde dann jetzt erstmal alles sortieren. Tun Sie das. Stellen Sie sich Fragen. Vor allem unbequeme, über sich. Oder lassen Sie das andere Menschen machen. Moritz oder Ihre Freundin, die mit dem Zettel. Emilie, ja. Ja, das ist eine gute Idee. Sie ist ziemlich cool und auch neugierig. Ich habe jetzt gleich den nächsten Termin. Hier liegt ja noch der Zettel. Also, danke für die Kippen und... Also, Abflug, ja? Ja, wenn Sie es so nennen wollen. Und viel Erfolg bei der nächsten Story. Ich denke, den werden wir haben. Ja, finde ich irgendwie auch stark. Sie haut ganz schön was raus. Das wird heiße Diskussionen geben. Geile PR für das Buch. Aber die Story... Naja, die Fährte war ja trotzdem gelegt. Na, ich denke auch, Terence würde das ja wohl kaum auf sich sitzen lassen, oder? Er war so wütend. Also hat er dich dann doch für die Story eingesetzt? Nein, ich sagte doch schon. Er hat mich für die Story gebraucht. Mich und Moritz. Echt schwer jetzt zu entscheiden, welche Route wir machen. Beide wirklich interessant und relevant. Mit ganz viel Kraft und Antrieb für die Figuren. Hast du eine Präferenz? Schon. Aber die verrate ich nicht. Warum nicht? Tim Oliver Schulz, Kati Karrenbauer, Peter Lohmeier, Luise Großmann. In seine Tochter. Die Staffel 1 vor der Staffel 1. Episode 3 demnächst hier. Seine Tochter zum Sehen auf seinetochter.de.